Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, wir sind wieder hier auf Corellia, auf dem Weg zum Axialpark, glaube ich. Müsste die nächste Location sein. Ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt, habe einfach das violett blinkende Symbol angeklickt. Ja, wir sind wieder hier. Wir sind wahrscheinlich in der letzten Folge endlich, also in der letzten Folge der Story zumindest. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir schauen mal, was auf uns zukommt. Meine Hand ist nicht mehr geschwollen. Update. Das hat sich dann, aber tatsächlich erst am Sonntagvormittag, also es hat schon ein bisschen gedauert noch, abgeklungen. Und jetzt bin ich wieder voll einsatzfähig für euch da. Und ja, wir sind auf dem Weg in den Axialpark. Genau, wir wollen nämlich dann, steht ja auch da oben, aber gut, ich hatte ja gerade das Ding ausgeblendet, das hat. Das könnt ihr lesen, wenn euch das interessiert, das ist ja kein Story-Eintrag, deswegen wie immer nicht vorgelesen. Und ansonsten werden wir heute das Finale der Klassenstory abschließen. Nächste Woche dann wahrscheinlich noch ein paar Gefährtensachen klären. Und da bin ich mal gespannt, wie dann der Jedi Ritter wird. Da kann ich mich an die Story noch besser erinnern, aber deswegen freue ich mich trotzdem natürlich, dass wir das mal wieder spielen. Ja, was habe ich erlebt die Woche? Nicht viel tatsächlich. Ich habe tatsächlich letztes Wochenende wieder mal ein bisschen mehr Lego gebaut. Das hat auch tatsächlich geholfen, das ist lustig, weil kurze medizinische Anekdote. Wenn die Hand geschwollen ist, soll man ja quasi die Durchblutung fördern, damit halt die Giftstoffe, die quasi dafür sorgen, dass es sich anschwellt, abgetransportiert werden. Und beim Lego-Bauen ist es natürlich ideal, wenn du dann in so großen Lego-Kisten wühlst und deine Finger immer so bewegen und so, war super. Hat wirklich, also lange nicht Lego gebaut, habe das nicht gejuckt, hat es nicht wehgetan und nix. Und sobald ich aufgehört habe, habe ich gemerkt, oh Gott, es schwillt wieder mehr an und so. Das war also echt hilfreich. Und ich habe einen B-Wing zusammengebaut. Zusammengebaut habe ich den. Den B-Wing habe ich zusammengebaut. eins der Schiffe, das jetzt schon länger nicht mehr von Lego rausgekommen ist, das hatte ich damals mal als Lego-Set. Habe ich dann dazu irgendwann mal auseinandergebaut, weil als Kind macht man sowas. Da stellt man die Sachen nicht nur ins Regal, wenn sie fertig sind, sondern man spielt damit und baut sie auseinander und baut was anderes draus, was ich cool finde und cool immer noch gut fand. Deswegen bin ich auch nicht ärgerlich drüber, dass ich manche ältere Sets, die ich früher als Kind hatte, auseinandergelegt habe. Und habe ihn quasi wieder ein bisschen mit eigener Kreation als auch Anleitung zusammengebaut und bin eigentlich recht zufrieden damit. Hat Spaß gemacht, hat fast 2 Tage gedauert, weil ich musste halt die ganzen Kisten und alles durchsuchen, die zum Glück schon halbwegs farblich sortiert waren, aber ihr wisst, jedes genaue Teil zu finden ist dann teilweise ganz schön schwierig. Ihr habt es geschafft. Hatte die Republik irgendwelche Informationen über Wächter Hort 4? Schlechte Nachrichten. Wächter Hort 4 ist noch schlimmer als der davor. Macht euch auf etwas gefasst. Wächter Hort 4 war einst ein Herrenhaus der Bakwalen-Familie. Jetzt strotzt es nur so vor Verteidigungen, Geschütze, Kraftfelder. Aber nachdem jemand Internes Wächter Hort 4 verraten hat, beschützt das nun alles den Feind. Wir können die imperialen Linien nicht durchbrechen, ohne ihnen ihre Rückzugsposition zu nehmen. Also nehmen wir zuerst Wächter Hort 4 wieder ein. Die Republik hat uns Informationen über die Verteidigungen von Wächter Hort 4 besorgt. Sie sind gewaltig. Erstens hat der Hort ein Warnsystem. Sensoren im ganzen Park melden sich nähernde Feinde. Dann beschützt ein Kraftfeld den Innenhof. Und anschließend folgt die Haupttür aus Durastahl, verriegelt durch ein komplettes Sicherheitssystem. Wir müssen also die Sensoren erledigen, das Kraftfeld ausschalten und die Haupttür entriegeln. Dieses Kraftfeld ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie wir daran vorbeikommen sollen. Zerstört die Sensoren, Jedi. Die Imperialen werden das Kraftfeld ausschalten, um nachzuschauen. Habt ihr vorhergesehen, dass die Imperialen so handeln werden? Nicht gesehen. Ich weiß es. Nachdem die Sensoren zerstört sind, könnte ein Überraschungsangriff unsere Leute am Kraftfeld vorbeibringen. Also brauchen wir ein Einsatzteam, das die Imperialen aus dem Hinterhalt angreift, nachdem das Kraftfeld unten ist. Team Rot. Team Rot muss stark sein. Die Imperialen werden hart kämpfen. Ich würde gern eure Meinung hören. Schickt die Kommandosoldaten. Bleibt nur noch die Haupttür. Wenn das Kraftfeld ausgeschaltet ist, können wir die Energiegeneratoren erreichen. Wir schalten sie aus und die Tür öffnet sich. Wir sollten ein weiteres Team damit beauftragen, die Generatoren auszuschalten. Team Blau. Eine sehr kleine Gruppe würde ausreichen. Eure Droiden können die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten. Wir können ein paar erübrigen. Die Teams werden euch brauchen. Team Blau braucht Rückendeckung. Team Rot braucht Unterstützung im Kampf. Wir haben einen Plan.
Sobald ihr die Sensoren zerstört habt, geht zu Wächterhort 4, um eurem Team zu helfen. Seid ihr bereit? Das bin ich. Und möge die Macht mit uns sein. Marogialdest Matgzenki. Tom Korskil Miestra Hulba. Jedi. Lange nicht gesehen. Captain Valon zur Stelle. Erst Hoth, jetzt Corellia. Ihr seid viel beschäftigt. Hoffentlich geht es um die Leute, die ihr für mich rekrutieren solltet. Ihr kommt direkt zur Sache. Gut. Ein Mann, ein Wort, Jedi. Ich habe genug Leute und Schiffe für euch, um den Imperialen eine Beule zu verpassen. Einmal. Danach müssen wir verschwinden, bevor sie feuereifrige Großkampfschiffe auf uns ansetzen. Also habt ihr Ärger mit Imperialen? Später habe ich eure Hilfe vielleicht dringender nötig. Wir warten in unserem netten, gemütlichen Orbit. Bis sie uns ruft. Lasst euch nicht unterkriegen. Valon Ende. Heben wir uns das mal auf. Die Bakwalen-Familie. Die Bakwalen sind eine Familie von Adligen, die behauptet von der ersten Helden der Republik abzustammen und seit Jahrhunderten auf Korea lebt. Das Herrenhaus der Bakwalen-Familie. Ich will mal Backwaren-Familie sagen. Ihr Familiensitz ist ein Wahrzeichen am Rande des Axialpacks geworden. Vor einigen Generationen hätte die Familie unter einem Skandal zu leiden, als Chaka Backwalen, die damals älteste Tochter ihrem Leben, als Adlige den Rücken kehrte und sich dem republikanischen Militär als bescheidener Raumjägerpilotin anschloss. Sie wurde von ihrem Vater enterbt, änderte ihren Nachnamen in das übliche Barkan und wurde eine berühmte Kampfpilotin. Chakara führte ihre Staffel letztendlich zum Sieg über eine gefährliche Kriegsherrin im Outer Rim, doch sie wurde bei dem letzten Angriff getötet. Voller Trauer und Stolz über den Heldenmut seiner Tochter änderte ihr Vater den Familiennamen in Bakhan, den Namen, unter dem ihre Nachfahren bis heute bekannt sind. Nicht deswegen, wahrscheinlich haben so viele Leute Bakwan gesagt. Das wird eigentlich der Grund gewesen sein. Ja. Übrigens am Freitag, also für euch gestern, für mich morgen, strange, habe ich wahrscheinlich mal ein Pen and Paper im Star Wars Universum gespielt. Ich bin sehr gespannt. Habe ich mir bei so einer Online-Runde einfach, es gibt ja verschiedene Discords und Communities online, einfach mal angemeldet für so einen One-Shot. Bin gespannt, wie das funktioniert. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe bis jetzt immer Pen and Paper ganz am Anfang immer nur im Freundeskreis gespielt, dann letztes Jahr ja angefangen mit einer Halbwegs. Deswegen suche ich ja gerade auch nach anderen Möglichkeiten einer halbwegs regelmäßigen Kampagne mit D&D. Aber so Sci-Fi, Pen and Paper und dann halt auch noch im Star Wars Universum klingt eigentlich mal ganz geil. Freue mich drauf. Ja. Was war denn sonst noch? Ach ja, die letzte Staffel Ted Lasso ist jetzt durch. Das stimmt. Das ist für mich immer noch so eine surreale Serie. Ich bin null Fußballfan. Also wenn ich sehe, dass Fußball läuft, renne ich aus dem Zimmer. Nicht schreiend, aber ich renne aus dem Zimmer. Ich bin froh, wenn ich es nicht sehen muss. Ich kann einfach mit diesem Sport und vor allem dieser Maschinerie dahinter nicht viel anfangen. Also von mir aus können Leute einen Ball hinterher rennen und hat bestimmt auch seinen Charme, wenn man das irgendwie auf dem Schulhof macht oder so, aber dieses ganze Finanzielle ist halt alles, ne? Was irgendwie institutionalisiert ist, ist das gleiche wie Religion. Ich kann auch mit der Kirche nichts anfangen. Von mir aus können Leute glauben, was sie wollen, solange sie nicht irgendwie versuchen, über den verlängerten Arm der Kirche da was umzusetzen und sich da irgendwie in einer höheren Wahrheit wähnen. Ist mir das eigentlich relativ wurscht. Aber bei Fußball bin ich eigentlich auch komplett raus. Deswegen habe ich Ted Lasso immer ein bisschen ignoriert. Und dann habe ich es ja irgendwann mal angefangen, als ich ein Abo, das Probeabo damals bei Apple TV hatte. Vor 2-3 Monaten war das jetzt mittlerweile schon. Und habe da die erste und zweite Staffel geguckt, nachdem ich das eigentliche, weswegen ich das Probeabo gemacht habe, nämlich das Musical Come From Away, gesehen habe. Und ich war begeistert. Also so eine Serie über mentale Gesundheit und was es mit einem macht und alles Mögliche. Super toll. Und es geht halt wirklich null. Also es geht schon um Fußball, aber es geht eher um das Dazwischen. Es geht nicht um das eigentliche Spiel. Und das hat es für mich schon mal damit entschieden, warum ich das so gut finde. Also solange es nicht wirklich um Fußball geht, sondern nur um das Darum oder Außenherum, um die Leute, die quasi diesen Sport betreiben und nicht um den Sport an sich, bin ich eigentlich direkt dabei gewesen und es ist wirklich eine tolle Serie. Also wer das noch nicht geguckt hat, dritte Staffel ist aktuell, niemand muss ich sagen, zum Freunde. Glück, weil ich mag es, wenn Serien ein fest definiertes Ende haben, aber die dritte Staffel ist die letzte Staffel. Das ist schon bekannt. Und man merkt auch, dass bei der dritten Staffel so ein bisschen Sachen verschwimmen. Die erste Staffel waren halt irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen waren das, ich glaube, es waren unter 10, ne?
Aber auf jeden Fall alle nur 30 Minuten lang. Bei der zweiten hat sich schon ein bisschen aufgeflattert, es wurden mehr Folgen. Und jetzt bei der dritten Staffel haben wir teilweise Folgen, die eine Stunde 15 oder so gehen. Also mehr als doppelt so lang sind als die in der ersten Staffel. Und da flattert sich das halt alles ein bisschen mehr auf. Klar, wir haben über die Jahre oder über die Staffel ein paar mehr Point-of-View-Figuren und so bekommen, aber trotzdem, es ist... Es fehlt so ein bisschen der Fokus. Ich sag, die erste Staffel war halt so schön kondensiert. Da wusste man genau, was man erzählen will für eine Story und die hat man auch erzählt. Und das war geil. Die zweite Staffel war schon ein bisschen aufgeflattert, hat mir aber am Ende auch sehr gut gefallen. Die dritte hat auch natürlich absolut den Charme. Also wenn man die Figuren mag, kann man sich nicht genug freuen, mehr von diesen Figuren zu sehen. Das ist halt einfach so. Ist ja immer so. Aber man merkte, dass der Fokus so ein bisschen verschwimmt langsam. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass jetzt gesagt wurde, ja, nach Staffel 3 ist definitiv erstmal Schluss. So, ich bin, glaube ich, blind, denn ich sehe keinerlei Sensoren mehr. Nehmen wir den da. Zurück! So, da wollen wir mal reingehen in die Basis. Ja, ich hätte mich auch muten können, aber wo ist da der Charme? Ich habe nur gedacht, das hört sich vielleicht ein bisschen besser, wenn ich jetzt endlich mal meine Nase putze, anstatt dass ich immer zu hoch ziehe, weil das nervt in der Aufnahme. So, da lang. Ja genau, also ich mache dann bei so einem Star Wars Pen and Paper mit, mal gespannt, was da so auf mich wartet. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich mehr erzählen können. Ich habe mich tatsächlich am Sonntag direkt noch für die nächste Runde angemeldet, also sehr interessant. Bisschen Pen and Paper Wochenende quasi. Gefällt mir aber, weil ich muss sagen, die andere Kampagne, das ist halt wirklich einfach nicht mehr so cool. Es hat gut angefangen und ich weiß, es gibt verschiedene Lebensrealitäten, das ist ja ganz klar. Aber wir finden halt teilweise nicht mal alle drei Wochen einen Termin. Das ist für Pen and Paper einfach zu lang. Und vor allem, der Punkt ist ja nicht nur, dass wir nicht so oft Termine finden, sondern dass wir dann nicht mal lange spielen. Also wir spielen teilweise von 19.30 bis 21, das sind 2 Stunden. Also bis 21.30, 22 Uhr maximal. Das sind 2 Stunden. Also da schaffst du ja auch nichts. Und ich habe dann immer so ein bisschen eine Resistance dagegen zu sagen, hey, ich möchte jetzt das und das probieren. Weil ich Angst habe, dass wir dann quasi schon wieder aufhören müssen. Also, dass es halt nicht darum geht, was verlangt der Spielfluss oder was verlangt die Story, sondern was sagt die Uhr. Und ich weiß, es sind halt Leute dabei, die müssen sehr viel raus, ist ja in Ordnung. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn wir 2 Stunden immer spielen würden. Dann halt wenigstens wöchentlich. Also wird zumindest das ein bisschen dadurch kompensiert, dass man... Und deshalb ist es ja schon wenig für eine richtige Kampagne. Und deswegen, ja, bin ich aktuell nicht mehr ganz so zufrieden mit dieser Runde und ja. Aber kommt wieder, beziehungsweise das ergibt sich bestimmt alles. Schauen wir mal. Vielleicht schafft es ja auch mal Platz für was Neues, wie zum Beispiel dadurch, dass ich mich heute jetzt für eine Star Wars Pen and Paper Runde mal angemeldet habe, zum Testen. Vielleicht kommen dadurch einfach mal neue Ideen rein, auch für mich. Und ich kann dann sagen, ja, vielleicht brauche ich die Kampagne gar nicht mehr oder hier und das könnten wir ein bisschen ändern oder keine Ahnung. Niemand verlässt. Unsere Druiden melden, dass das Sicherheitsnetz ausgefallen ist. Die Haupttür steht offen. Ihr solltet hinein können. Ihr habt keine Befugnis, hier einzudringen, Jedi. Wächter Hort 4 untersteht jetzt dem Imperator. Wer auch immer ihr sein wollt, ihr seid mir im Weg. Wir sind die Imperiale Garde, die Auserwählten des Imperators. Wir leben und sterben, wie er es befiehlt.
Sein Erstgeborener wird unseren Sieg sichern. Ich sehe eure Schwächen, Jedi. Und wie ihr zu zerschmettern seid. Eure Überheblichkeit wird euch den Untergang bringen. Ihr werdet die ehrwürdige Tochter nie erreichen. Einer nach dem anderen werden eure republikanischen Verbündeten sich abwenden. Es ist vorbei, Jedi. Das ist tatsächlich gar nicht so schwach. Jetzt sind wir wieder so in dem Rage-Modus, weil da geht es schon wieder drum, der Imperator. Und das war jetzt auch wieder so eine Marionette, der Imperator, das ist auserwählt und so. Und das sind natürlich so Triggerworte bei uns, die ja immer wieder auf unsere Schwester zurückfallen, wo wir sagen, nee, Freundchen, so nicht. Hier gibt es keine Bonus, das heißt, wir können uns ein bisschen durchstealthen. Was war das jetzt? Achso, weil ich noch Schaden bekomme, ist aber blöd. Das ist blöd gemacht, dass man dann deswegen nochmal aus dem Stealth rausgezwungen wird. Ja, und heute am Donnerstag ist noch eine größere Fahrradtour geplant. Heute sind es glaube ich 27 Grad oder so nachmittags dann. Mit jemandem zusammen bin ich echt gespannt. Freue mich drauf. Bin dieses Jahr schon 2-3 Mal gefahren. Mein Bruder sagte mir bereits, dass ihr hartnäckig seid. Dennoch habe ich beinahe gehofft, dass wir uns begegnen würden. Okay. Verzeiht meine Direktheit gegenüber einer Tochter des Imperators. Aber ihr solltet euch nicht in Gefahr bringen. Aber General, das ist eine Gelegenheit, mit dem Barsentor persönlich zu sprechen. Ihr wurdet tatsächlich vom Erstgeborenen selbst unterrichtet. Ja, was das angeht, also eigentlich war es ja Yuan Pa und dann die anderen Ratsmitglieder. Also ich habe eigentlich nicht so viel mit Sio Bakan zu tun. Ihr wisst, weshalb wir hier sind und wie es enden muss. Aber ich kann von euch lernen. Seht mich an. Ich war ein unbedeutender Corporal der Republik, bis die Stimme des Imperators mich rief. Ich wurde wiedergeboren. Wächter Hot 4 kam mir im Gegenzug wie ein mickriges Geschenk vor. Auch wenn es euren Tod bedeuten sollte. Wächter Hort 4 muss der Republik zurückgegeben werden. Nein, er gehört uns. Wenn ihr etwas versucht, werde ich... Oh, ich weiß, was meinem Bruder gefallen würde. Euch gedemütigt zu sehen. Ich könnte noch so viel von euch lernen. Besonders, wenn ich euch am Leben lasse. Kommen ganz schön Gegner jetzt dazu, ne? 2 Elite-Gegner auf einmal, das ist ja schon regelrechtes Überangebot. Ich bin bei euch. Die wollen das Spiel jetzt am Ende nicht noch schwer machen, was ich meine, ne? Im Vergleich zu damals ist es gar nichts, da wären wir schon lange tot, wenn wir nicht einen von beiden betäubt hätten für eine gewisse Zeit, aber ihr wisst, was ich meine. Sprechen wir über die Bedingungen, meine Herren. Position gesichert. Vertrauenswürdige Wachen ausgewählt. Sicherheitsnetz wird repariert. Die imperiale Garde kehrt bald zurück. Noch einen Ansturm überlebt ihr nicht. Ihr seid jetzt Gefangene der Republik. Glaubt ihr wirklich, dass der Erstgeborene euch leben lassen wird? Wir werden uns der Vernunft beugen, Jedi. Was tut ihr? Marion, er hat gerade imperiale Wachen und ein Kind des Imperators vernichtet. Denkt nach. Wir kennen den Aufenthaltsort des Erstgeborenen nicht. Aber es gibt einen Regierungsbunker unter dem Kapitolplatz, von dem aus wir unsere Befehle erhalten haben. Die Republik nennt ihn Wächter Hort 1.
Dafür werden die Sith euch umbringen, dran! Nachdem die korellianische Regierung ihr Volk verraten hat, werden sie sich um die Folgen eines republikanischen Sieges sorgen. Da zwei Wächterhorte bereits eingenommen wurden, werden sich Corellias Offizielle in Wächterhort 1 verstecken. Der Erstgeborene ist wahrscheinlich bei ihnen. Wir sollten uns die Lage am Kapitolplatz ansehen. Ein Kommandosoldat wird sich umsehen. Noch eine Leiche auf eurem Gewissen. Wirklich tragisch. Sowohl Dareshas Tod, als auch euer Versagen. Eure Unnachgiebigkeit konnte nicht den Tod eurer Truppen verhindern. Wie könnt ihr noch hoffen, diesen Krieg zu gewinnen? Einer eurer Generäle war mir eben ziemlich hilfreich. Ich vermute, das amüsiert euch. Es warten noch Dutzende meiner Brüder und Schwestern. Selbst der Pfeil des besten Jägers trifft nur ein Ziel. Ihr geht eurem Tod entgegen. Überlasst diese Generäle der Republik. Wir müssen uns um Wächterhort 1 kümmern. Okay. Aber hätte man auch nicht von selbst darauf kommen können, dass der Bösewicht im Wächterhort 1 ist. Das ist aber auch total abwegig. Auf dem Kapitolplatz sind republikanische und imperiale Soldaten. Alle kämpfen. Kein Wächterhort 1. Ein republikanischer Kontrollpunkt ist in der Nähe. Sie könnten helfen. Ich schicke die Position an alle. Okay. Dann gehen wir wieder zur Schnellbahn. Und gehen zum letzten Gebiet Corellias und damit wahrscheinlich Richtung Finale. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier endet oder ich habe echt keine Ahnung mehr genau, wie es endet. Ich kenne mich nur noch an irgendeine halb eingestürzte Höhle erinnern, wo wir kämpfen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber... Die Taxiplattformen sind geöffnet. Das ist, glaube ich, auch schon wieder 6-7 Jahre her, dass ich meinen ersten und bisher einzigen Botschafter durchgespielt habe. Ich glaube schon. Sir, um die Sicherheit eurer Tochter willen, solltet ihr den Axialpark verlassen. Ich habe gar keine Tochter. Naja. Ach ja, macht echt Spaß. Aber ich bin echt gerade am überlegen, wenn wir dem Jedi da durch sind, werde ich wahrscheinlich trotzdem diesen Charakter nochmal nehmen. Und wir spielen nochmal die ganzen Erweiterungen mit ihm, weil das ist jetzt auch schon länger her, dass wir die alle nochmal gespielt haben. Und es gibt halt wirklich wenig Figuren in meinem Repertoire, die besser passen als er dazu, dass wir die ganze Story rund um den Imperator spielen, weil er will halt wirklich Rache am Imperator nehmen. Und das ist sein Antrieb von vornherein, also da muss er nicht mal dazu gebracht werden, sondern von ihm ist es schon von Anfang an die eigentliche Motivation gewesen, hier reinzugehen und erstmal natürlich mit den Kindern des Imperators aufzuräumen, aber dann halt auch mit dem Imperator an sich, der das seiner Schwester angetan hat. Und deswegen sage ich, also ich glaube, wenn wir nochmal irgendwann das Post-Vanilla-Game-Zeug spielen wollen, ist es bei bis auf Huttenkartell, aber das können wir von jetzt auch nochmal mitnehmen, eigentlich jede Story für ihn prädestiniert. Revan, dann die ganzen Kotfee und Kottet-Sachen und dann auch noch so ein paar andere Sachen. Bei Onslaught und so hört es dann schon wieder ein bisschen auf, weil dann geht es dann wieder eher so um Republik gegen Imperium. Aber wir können uns ja dann am Ende sogar dem Imperium anschließen wieder, wenn wir, oder heimlich dem Imperium anschließen, wenn wir den Imperator ausgelöscht haben, weil dann ist ja das, was uns eigentlich am Imperium gestört hat, weg. Oh, es wird glorreich, ich sag's euch. Habt ihr hier das Sagen, Sergeant? Ich muss einen Bunker finden, der Wächterhort 1 genannt wird. Dort verstecken sich möglicherweise korellianische Beamte. Was? Jawohl. Corporal, ich meine Sergeant Rossica. Republikanische Operation. Ihr sagtet Wächterhort? Wenn es in der Nähe einen Fluchtweg gibt, hätte man uns das mitteilen sollen. Ich hatte gehofft, dass ihr wüsstet, wo zu suchen ist. Nein, leider nicht. Und es ist zu gefährlich, einen Kundschafter danach suchen zu lassen. Habt ihr mehr Informationen über Wächterhort 1? Wir sind keine Kampfeinheit, aber wir haben Ressourcen. Ein mächtiger Sith-Flüchtling hält sich in diesem Bunker versteckt. Es wurde noch jemandem Zutritt gewährt? Oh, das war unklug. Der Wächterhort muss also Freunde von Feinden unterscheiden. Demnach überwacht Wächterhort 1 die Oberfläche. Das Signal ist vermutlich verschlüsselt, aber unsere Matrix ist ziemlich gut. Das ist faszinierend, aber ich habe es eilig. Oh, Verzeihung. Eigentlich sollten wir den Bunker recht schnell triangulieren können, indem wir eine Verbindung zu den Kommunikationspunkten um den Kapitolplatz herstellen. Diese Punkte überwachen und verstärken Kommsignale, aber die Imperialen haben sie gestern alle eingenommen und niemand kann sich ihnen nähern.
Ich kann eine ganze Reservetruppe zur Verfügung stellen. Nichts für ungut, aber die werdet ihr auch brauchen. Es heißt, dass die Imperiale Garde dort Wache hält und Sith noch dazu. Das Imperium weiß, dass diese Kommunikationspunkte wertvoll sind. Das wird ein Blutbad. Ich werde sie alle vernichten. Ich hoffe, ihr habt recht. Einige der Kompunkte sind oben auf den Dächern. Für einen allein ist es zeitlich unmöglich, sich dort hinaufzukämpfen, selbst für euch. Wir haben genug Eschka für die Dächer. Ihr übernehmt den Rest. Wenn ihr die Kommunikationspunkte zurückerobert habt, schaltet sie einfach auf diesen Kanal um. Ein paar Sekunden reichen aus. Wir kümmern uns um den Rest, obwohl ich fürchte, der schwierige Teil liegt bei euch. Bitte seid vorsichtig. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ne, jetzt hier auch. Jetzt komplett auch gegen das Imperium, scheißegal. Ich bin kurz davor, den Erstgeborenen zu finden. Und damit einen Weg Richtung Imperator. Jetzt ist mir alles scheißegal. Jetzt bin ich wieder voll im Sith-Modus. Schnell zu Ergebnissen kommen. Rache steht überall. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt da hinkommen. Hier durch? Ne, hier geht's noch nach unten. Machen wir die richtige Map auf. Ist halt echt eine Sauerei, dass man hier das Zeug schon vergrößern muss, damit man überhaupt was erkennt. Komme ich hier wieder raus? Ich glaub's nicht. Ich fahre einfach da oben lang. Ich bin echt unsicher, ob wir hier unten raus... Bevor ich jetzt 5 Stunden quatsche, fahre ich einfach oben lang, fahre die Dinger ab und dann kommen wir hier runter auch. Wow. Kommen wir hier durch? In den letzten Tagen ist auch wieder meine Liebe für Lego aufgeflammt. Das ist echt unglaublich. Ich habe echt lange jetzt nicht mehr so aktiv Lego gesammelt. Ich habe mir hier und da mal die Helme zum Beispiel gekauft oder so. In den letzten Tagen, als ich wieder mein Star Wars Zimmer so ein bisschen rumdekoriert, das war einfach geil. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt, oder? Ich glaube so ansatzweise. Ich war letzte Woche noch sehr benommen tatsächlich teilweise. Also war wirklich nicht lustig letzte Woche mit den Handschmerzen und allem. Von daher verzeiht mir, falls ich Sachen wiederhole. Ich war vielleicht letzte Woche nicht ganz Herr meiner Sinne. Niemand verletzt meine Freunde. So. Da vorne ist noch eins. Wahrscheinlich auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Fakt ist auf der anderen Seite, oder? Also hier ist es definitiv nicht. Komme ich denn jetzt wieder darüber? Ich hasse Korea. Hab ich schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Das ist halt auch einfach überhaupt keine logische Straßenführung. Wer baut sowas? Da mach halt wenigstens ein Schachbrettmuster oder irgendwas, wie auch wirklich eine Stadt organisiert sein kann, aber nicht sowas.
echt froh, dass ich letzte Woche den Cut gesetzt habe. Weil erstens kriege ich jetzt wenigstens was mit vom Finale. Also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Immerhin kann ich es jetzt auch genießen. Muss nicht ständig, wenn ich mit WASD drücke, denken, au, au, au oder juckt oder sowas. Und zweitens, zeitlich einfach. Wir wären jetzt schon bei 2 Stunden und wir sind noch nicht mal ansatzweise beim Ende. Sind ja auch dabei, irgendwelche Konsolen zu finden. Zurück! Immer schön die hoffnungsvolle Musik zwischendrin. Sehr gut. Hier ist Sergeant Rossica. Wir triangulieren jetzt Wächter Hort 1. Einen Moment bitte. Komm schon. Ja. Der Eingang müsste sich innerhalb einiger Meter von dieser Position befinden. Und ich empfehle, so schnell wie möglich einzudringen. Unsere Berichte aus diesem Bereich sagen Ärger voraus. Ich brauche mehr Informationen. Worüber unterhalten wir uns hier? Die Imperialen schicken Truppen, aber sie verschwinden plötzlich von den Schirmen. Ich würde vermuten, sie sind im Wächterhort. Sieht so aus, als ob die Imperialen versuchen, sich in Wächterhort 1 zu verbarrikadieren. Es tut mir leid, mehr kann ich nicht tun. Wenn ihr mit eurem sinnlosen Gestotter fertig seid, habe ich etwas zu tun. Gern geschehen. Sergeant Rossica, Ende. Das war ein bisschen unfreundlich, aber ich bin halt nun mal gerade in besonderen Umständen, wie man so schön sagt. Wie komme ich jetzt wieder da runter? Ich hasse Corain. Kann bestimmt nicht einfach schön da über die Häuser fahren, oder? Nee. Das ist, was ich mache. Ich glaube, ich gehe zurück hierhin und gehe dann hier unten durch. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Und wenn nicht, haben wir Pech. Ist halt so. Das heißt, nicht wir haben Pech, sondern wir schreiben allen einen wütenden Brief von Bioware und sagen, bitte fixt eure scheiß Straßenführung in Korea. Hier will doch kein Schottwein leben. Findet sich hier doch nie zurecht. Muss das hier überall Bänke stehen, muss ich ja mit zu sich hinsetzen. Hier geht's da bestimmt auch nicht rein, oder? Ne, warte, hier ist zu früh. Straßenführung. Wo wir beim Thema wären. Hier geht's durch. Genau, und hier müssten wir nach unten kommen, schon mal in das Gebiet hier. Und dann hier rüber in den Regierungsbunker. Not as easy as it seems. So, jetzt biegen wir gleich nach rechts ab und suchen uns dann da noch den Durchgang. Da drüben an der Wand. Also hier muss es ja auch nochmal irgendwo durchgehen, dass wir hier hinkommen. Man sieht es aber auch halt nicht, ne? Weil es so blöd ausgegraut ist. Du siehst hier diese paar Straßen hier so in der Mitte, aber du siehst nicht, wo der Durchgang ist. Hier vielleicht. Aber das kannst du vorher halt nicht sagen. Das ist unglaublich. Hier kann es auch schon eine Gruppenphase. Hier kann es nicht sein. Also wem auch immer, welchem Sadisten man auch immer die Aufgabe gegeben hat, das Layout von Korea zu erstellen, hat alle Arbeit geleistet, die Leute echt abzufacken. Glückwunsch. Und ich glaube, ich habe mich in jedem Let's Play, wo wir hier auf diesem Planeten waren, immer über Korea aufgeregt. Das ist unglaublich, aber wahr. Ah, schön. Man kann sich aber über Korea auch so wunderschön aufregen. Es gibt einfach Dinge, über die kann man sich super aufregen. Immer wieder. Und Korea ist eine Sache davon. So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Müssen wir uns nur noch durch 300.000 imperiale Truppen kämpfen oder durchschleichen. Dann haben wir es schon.
Können ja auch mal ein bisschen nach oben gucken. Ist ja sowieso so ein Kritikpunkt, dass man bei dem Spiel viel zu selten nach oben guckt, obwohl oben eigentlich immer ganz geil ist. Zum Beispiel hier mit dem Sternzerstörer und den ganzen Hochhäusern, einige davon eingerissen und so. Entschuldigung, da konnte ich mich nicht muten, das kam aus dem Nichts. So. Ah, da sind doch schon ein paar Imperiale. Hallo, ich bin gar nicht da. Erst mit dem reden. Ihr habt versprochen, dieser Ort wäre uneinnehmbar, Nadien. Das ist nur ein vorübergehender Rückschlag, Sir. Er ist ein Jedi. Man kann mit ihm reden. Ich habe heute Freunde und Verbündete verloren. Stellt meine Geduld nicht auf die Probe. Wenn ihr uns beschuldigen wollt, wir hätten Corellia an das Imperium verkauft. Spart euch die Mühe. Jedi, bitte versteht uns. Wir sind uns alle einig, dass diese Konsequenzen bedauerlich sind. Aber einige von uns wollten nur Zeit gewinnen. Das Angebot des Imperiums gab uns die Chance, Corellia und sein Volk zu retten. Und eben dieses Volk hätte beinahe alles ruiniert, indem es sich gewehrt hat. Hebt euch die Ausreden für jemand anderen auf. Sagt mir lieber, wo sich der Erstgeborene versteckt. Und wenn wir uns weigern? Werdet ihr uns dann foltern, bis wir reden? Ich muss nicht mit euch verhandeln. Wir werden hier bleiben, bis das Imperium Verstärkung schickt. Warum trägt er ein Lichtschwert? Aha, Verstärkung. Oh, tut mir leid. Genug. Das ist eure letzte Chance, mir zu sagen, wohin der Erstgeborene gegangen ist. Ach ja, natürlich. Ihr sucht die Kinder. Nein, ihr seid einer von ihnen. Durch die Worte des Imperators wird alles klar, Jedi. Der Erstgeborene wird siegreich sein. Und ihr werdet sterben. Zurück. Heilen verboten. Men jetzt gefolgt war, gegaljestente. Ratsmitglied Sayak war eins der Kinder? Was, wenn ich auch zu ihnen gehöre? Was, wenn ich kurz davor bin, eine Sith-Marionette zu werden? Ihr würdet nicht lange leiden, das versichere ich euch. Der Erstgeborene. Ihr könnt ihn aufhalten und dann wird alles gut, nicht wahr? Ich werde doch sicher sein. Dort ist eine Luke, die in die Höhlen unter Coronet City führt. Unser letzter Zufluchtsort. Der Erstgeborene ging dorthin. Könnte es nicht sein, dass der Erstgeborene den Ort bereits verlassen hat? Es gibt keinen anderen Weg aus den Höhlen. Er ist dort. Das schwöre ich. Wir können Wächterhort 1 halten, mehr nicht. Jede Art von Verstärkung wird uns überrennen. Haltet ihn jetzt auf. Positioniert jeden, der einen Blaster halten kann, in der Nähe des Eingangs und befehlt ihnen, die Position zu halten. Wie ihr wünscht. Unsere Männer werden euch so viel Zeit verschaffen wie möglich. Aber wir müssen uns eventuell zurückziehen. Wenn ihr erfolgreich seid, treffen wir uns beim Schiff. Wir sind bereit, wenn ihr es seid, Jedi. Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Gut, dann nehme ich für diese letzte Mission natürlich unseren Kaisen mit. Wie in das Ganaxis Gast.
los geht's. Ja genau, und diese Höhle kann ich mich noch erinnern. Gut, damals hatte ich noch ein bisschen mehr Ehrfurcht, weil es dann noch ein bisschen schwieriger war, Gegner zu töten. Auf dem gleichen Level, wie man selbst war. Meinen Beifall, Jedi. Eure Stärke und euer Mut sind bemerkenswert. Danke. Niemand konnte sich je mit mir messen. Ihr seid ein Verräter. Und die Kinder sind Feiglinge, die sich hinter endlosen Lügen verstecken. Ihr hattet schon immer einen unerbittlichen Willen. Das Schutzritual zu lernen war nur ein weiterer Beweis eures faszinierenden Geistes. Und eure Bereitwilligkeit, Lord Vivica, um den Preis so vieler Jedi zu zerstören, hat gezeigt, dass ihr ein außerordentlicher Gegner sein würdet. Seit Vivicas Tod bin ich nur mächtiger geworden. Ihr habt eure Chance vertan. Selbst dem geschätzten Sio wäre es schwer gefallen, euren Tod zu erklären. Ich habe unterschätzt, wie mächtig eure Prüfungen euch machen würden. Aber dieses plötzliche Fehlurteil sieht euch gar nicht ähnlich. Ihr hättet niemals ohne den Schutz eurer Armee herkommen sollen. Euch zu verlieren, wird die Splitterallianz zerstören. Die Republik wird zerbrechen. Furcht, nicht Krieg, wird das Ende der Republik sein. Sie werden wissen, dass die Kinder durch meinen Willen geschützt weiterleben und dass ihre letzte Hoffnung tot ist. Euch zu töten wird eure Brüder und Schwestern ihres Schutzes berauben. Sie werden sich nirgendwo verstecken können. Ihr geht das Problem wie immer direkt an. Was für ein Geist. Als einer von uns wärt ihr unaufhaltsam gewesen. Oh nee. Aber es ist zu spät. Ich kann euch nicht am Leben lassen. Meine Schwester hat gereicht, du Arschloch. Wow! What the fuck? Ich wurde von einem Stein erschlagen. Das ist, glaube ich, der erste Tod im ganzen Let's Play. Ja, ist ja nur passend, dass wir das beim Endboss haben. Aber trotzdem. Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch.
Der Erstgeborene. Der Sith-Imperator strebt danach, alles nach seinem Willen zu formen. Seine Kinder, Individuen, die in einen Teil seines Wesens Einfluss, sind überall in der Republik verstreut. Seit Jahren manipulieren sie, wissentlich oder unwissentlich, die Dinge zum Vorteil des Imperators. Über ihnen allen steht der Erstgeborene des Imperators, ein Meisterstratege, der innerhalb des Hohen Rats der Jedi selbst platziert wurde. Getarnt mit der Identität von Meister Sio Bakan hat der Erstgeborene die Kinder über Jahrzehnte vor den Jedi verborgen und ein langes Spiel mit der Republik gespielt. Aus seinen Taten, soll es wahrscheinlich heißen, lässt sich darauf schließen, dass er ein Mann von bemerkenswerter Geduld, Unbarmherzigkeit und Stärke ist. Sophia Farage behauptet jedoch, dass Meister Sio nichts von der Existenz des Erstgeborenen weiß. Sie glaubt, dass er und der Erstgeborene zwei eigenständige Personen sind. Aber können wir dieses Risiko eingehen? Ich glaube nicht. Dazu sind wir in der Frage zu extremistisch. Sag mir, warum, Jedi? Schon wie bei Lord Vivica. Ich bin ohnegleichen in der Galaxis. Warum muss ich zerstört werden? Ihr habt verraten, verdorben, gemordet. Der Tod ist das Mindeste, was ihr verdient. Ich bin nicht... Ich... Oh! Alles vergeht. Akzeptiert das. Dann wird die Macht euch aufnehmen. Verdrängung. Der Ausweg eines Jedi. Ihr seid schwächer als meine Brüder, die noch nicht erweckt wurden. Aber ich fühle, ich habe gelebt. Lohasamar Klipstulama. Lekkanrenis. Nach all den Verbrechen, die er begangen hat, konnte es nur so enden. Okay, dann... Sag mir, warum? Ihr habt verraten, Ich... Das ist das Ende für euch und alle Kinder des Imperators. Lohasamar Klipstulama. Lekkanrenis. Nach all den Verbrechen, die er begangen hat, konnte es nur so enden. Ich dachte, da kommt noch eine zweite Ebene in der Reaktion, weißt du? Aber es quasi kommt, man kann gleich ihn umbringen, ohne viel zu reden, dann kommt aber noch, ihr sterbt, aber redet noch ein bisschen, aber dann ist er trotzdem einfach so gestorben. Und ich wollte schon den Killing Strike quasi setzen. War jetzt zwar auch nicht so, haben wir ja gesehen, wurde er am Ende von Stein erschlagen. Aber, ich weiß wieder, warum viele Leute sagen, dass der Botschafter das langweiligste Ende hat, weil das war wirklich ein langweiliger Tod. Also sowohl der eine als auch der andere. Man kann ihn auch nicht mal selber killen, sondern er wird von einem Stein erschlagen. Es ist ja schon ein bisschen... Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass ich einer der fortschrittlichsten... Schauen wir mal, wie es zu Ende geht. Es gab große Erschütterungen in der Macht. Es ist... Ich bin froh, euch lebend wiederzusehen, Jedi. Wir alle sind froh. Nachdem der Schild des Erstgeborenen nachgab, spürten wir plötzlich jedes Kind des Imperators. Ihre Dunkelheit schreit uns förmlich an. Sie können sich nie wieder verstecken. Sios Ergebenheit gegenüber der Republik war legendär. Nun besteht sein Vermächtnis aus Verrat und Bosheit. Wir schulden es zukünftigen Generationen von Padawanen, wahrheitsgetreu von Sio zu erzählen und sie vor derartigen Gefahren zu warnen. Ich denke, Sio wäre das Recht. Die Kinder des Imperators fliehen. Die Imperialen sind führerlos. Die Truppen auf dem Kapitolplatz sind in Aufruhr. Für die Republik geht der Kampf weiter. Aber da die Wächterhorte nun wieder uns gehören, haben wir eine unerschütterliche Basis. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ihr und die Splitter-Allianz habt mehr erreicht, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Leider war es notwendig, eine neue oberste Kanzlerin zu wählen. Wir müssen sie von diesen Entwicklungen unterrichten. Unterstützt den Kampf auf Corellia und trefft uns dann auf Coruscant. Dann reisen wir nach Coruscant.
Benutze das Intercom im Senatsgebäude. Das klingt ja komplett neu. Wo ist denn im Senatsgebäude ein Intercom? Coruscant ist aber auch einfach ein geiler Planet. Es ist jedes Mal, wenn ich einen Anflug sehe und so, und diese der Gedanke halt einer riesigen Metropole oder Megapole, kann man schon so sagen. Mit 1 Billion Einwohnern auf 100.000 Ebenen und so. Das ist schon ein cooles Konzept. Leben würde ich da wahrscheinlich nicht wollen, also vielleicht ganz oben auf einem Skyscraper mit allem möglichen, allem möglichen, was ich mir wünsche, aber prinzipiell die Idee von Coruscant finde ich schon geil. So, Senatsgebäude, können wir eigentlich auch eine Schnellreise machen, oder? Ich will euch ja nicht weiter auf die Folter spannen. Und wir wollen ja auch die neue Kanzlerin kennenlernen. Juhu, sag ich. Oh, was soll mit ihr schon schief gehen? Sie wird Scots, aber sie wird das. Was ist da eigentlich los? Achso, weil wir vorhin ein Dings bekommen haben. Werde in den großen Raum geladen. Und das nichts Gutes heißt, weiß ich auch nicht. Achso, die oberste Kanzlerin ist jetzt also ein Intercom. Okay. Sehr verehrte Senatorinnen und Senatoren, ich präsentiere den Barsentur des Jedi-Ordens, den Verteidiger der Splitterallianz. Im Namen meines Vorgängers habe ich das Protokoll für besondere Vergütung eingesetzt, das sicherstellt, dass die Splitterallianz angemessen belohnt wird. Einige Milliarden Credits für den Wiederaufbau, privilegierter Zugang zu den neuen Hyperraumrouten, zusätzliche Unterstützung für eure Armeen und das ist nur der Anfang. Dadurch sollte auch sichergestellt sein, dass die Welten der Splitterallianz nie wieder daran denken, sich abzuspalten. Ihr lernt schnell. Die Ressourcen der Kernwelten sind strapaziert. Aber wir versuchen, alle eure zusätzlichen Wünsche zu erfüllen. Was wäre für euch und eure Krieger am nützlichsten? Ihr möchtet eine Kolonie gründen? Natürlich. Ich bin mir sicher, es gibt zahlreiche Welten, die euch gerne willkommen heißen. Hey, hey, hey! Was ist mit den Voss-Kommandosoldaten? Und Gaden Co? Soldaten werden geehrt. Aber die Hoffnung liegt im Lernen. Neue Jedi sollen nach Voss kommen. Mystiker können lehren. Gaden Co. Die ganze Republik ist bereit, euch zu gewähren, was immer ihr wollt. Ihr wart großzügig. Das ist meine Pflicht, eine Macht. Jedi kennen Dunkel und Hell. Mystiker kennen Grau. Den Angelpunkt dazwischen. Wir können ihn zeigen. Die Splitterallianz muss nicht länger rund um die Uhr beobachtet werden, aber sie braucht einen Sprecher im Senat. Jemanden, der bei euch Ansehen genießt. Oberste Kanzlerin... Es wäre eine Ehre. Nimm Kellys mit, Ranfura Toka. Abgeordnete Alauni wäre perfekt für diese Position. Außerdem ist sie bereits bekannt. Ich werde sicherstellen, dass die Republik weiß, was sie uns schuldet. Auch ihr habt einen kleinen Teil zum großen Sieg beigetragen und dennoch habt ihr noch keinen Wunsch geäußert.
Eure unnachgiebige Jagd nach dem Erstgeborenen verlangt nach einer einzigartigen Position. Wir wollen euch zu unserem militärischen Sonderberater ernennen. Vom Rang her werdet ihr auf einer Höhe mit uns stehen. Aber ihr werdet mit der Republik zusammenarbeiten, um die verbleibenden Kinder zu stellen und zukünftige Bedrohungen durch die Sith abzuwenden. Ich möchte auch in Zukunft an die Front. Als militärischer Sonderberater ist der Feldeinsatz eure Hauptaufgabe. Aber das ist nur eine kleine Belohnung für den großen Dienst, den ihr uns allen erwiesen habt. Sorglosigkeit ist ein Luxus, den wir uns nie wieder leisten können. Eine Bedrohung kann von innen wie von außen kommen. Ich hatte nicht vor, meine Deckung aufzugeben. Jetzt haben wir die Chance, diesen Sieg zu besiegeln, solange das Imperium geschwächt ist. Das ist unser Moment, um die Republik stärker zu machen als je zuvor. Ja, solange das Imperium nicht handeln kann. Worte können nur wenig ausrichten. Unsere Taten müssen von nun an für uns sprechen. Ich danke euch allen. Möge die Macht mit euch sein. Auf ewig. Und damit haben wir's. So einfach ist das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Gefährten. Ich finde die Story nicht die geilste. Definitiv nicht. Hat einige Momente drin, wo man sagen könnte, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, vor allem weil wir der Geschichte halt auch ein bisschen unserem eigenen Touch gegeben haben. In der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, noch ein bisschen mit unseren Gefährten reden, noch die eine oder andere Gefährtenmission wahrscheinlich machen. Dann machen wir mit dem Jedi wieder weiter und dann werden wir wahrscheinlich nochmal zu dieser Figur zurückkommen und wahrscheinlich dann Shadow of Revan spielen, die Codface-Sachen nochmal spielen und dann auch endlich das Ende des Imperators besiegeln. Also von daher, wir sind mit der Figur noch nicht durch, sie hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich sehr, wenn ich sie wieder spielen kann. Dann auch mit der noch besseren Rüstung, die ist leider noch nicht komplett freigeschaltet, hier, seht ihr ja. Bin da noch nicht so weit, hier wird das letzte Teil freigeschaltet. Mit der Rüstung dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin, also dann in dem Shadow of Revan und Zeug, so Dings, nächste Woche wahrscheinlich noch nicht. Und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche nochmal bei dem Gefährten. Abschluss. Ich hoffe, euch hat die Reihe bisher Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid dann auch beim Jedi Ritter dabei. Bis dahin, haut rein, macht's gut und...